Willkommen zurück auf dem Schiff der Grausamkeit. Ja. Wieder bei der Ankert. Hi. Ghost Ship, hi. The Ghost Ship. Ja, wir müssen ja funken. Und Dekorator hat uns einen Hinweis gegeben mit politisch und so. Wir haben das gerade mal intern besprochen und mal gucken, was uns erwartet. Huch, ich warum gehst du denn die Treppe wieder runter? Ich gehe mal hier das Treppchen hoch. Weil politisch ist natürlich ja so eine ganz eigene Nummer, sag ich mal. Können wir erstmal vorbeilaufen? Ja. Also hier. Ich finde die Kameraeinstellung mal geil. Hier habe ich vorhin Conrad verfolgt. Kam mir auch bekannt vor. Kam's dir nicht? Hier drüben. Jetzt streichelt er die Tür oder was? Hier kommen wir durch. Ach, ist auch eine Tür. Also du musst das X füllen oder die Taste füllen in Quicktime-Event, bevor die Zeit abläuft. Da musst du ganz schön reinhauen. Also ich empfehle, das Spiel echt mit Controller zu spielen. Definitiv. Du bist gerade voll aufgeploppt. So, bumm, warst du da. Guten Tag. Geht es Ihnen gut? Logbuch. Noch was Spannendes? Im Logbuch steht was von einem Sturm. Morgen wird Wind erreicht, Sturmstärke weiterhin zunehmend. Darüber kann ich nicht. Tja. Oh, ein Bild. Die Tür ist zu. Okay, Junior erschießt sich selbst. Wer ist Junior? Achso, der andere Typ. Ja, die interessieren mich eigentlich nicht. Ach, der Junior ist doch netter. Um ehrlich zu sein. Ich guck's mal nochmal, mal gucken, was ich für eine Vision habe. Ich hab dieselbe. Okay. Gut, solange er sich selber erschießt und nicht einen von. Habt ihr das Funkgerät? Nein, aber es muss ein Funkgerät auf dem Schiff geben. Da muss eins sein. Ja, siehst du, die chillt hier. Ja, die macht hier Pause, die macht Stretching. Überlebenschancen. Also hier ist eine Karte. Aktive, aktuelle Route. Geplante Route. Wenn man nach San Francisco will, ist diese Route total verrückt. Ja. Sieht so aus, als wollten sie sich anschleichen. Ein Versteckspiel auf dem Ozean. Mhm. Da ist ein Brief. Abgetrieben, dichte Wolken. Sie konnten sich nicht orientieren. Oh, hier ist ein Funker. Okay. Hier ist auch der Typ, der sich mit dem Kreuz schützen wollte. Ja, ekelhaft. Der arme Kerl hat es wohl mitten in seinem Funkspruch erwischt. Notruf abgesetzt. Funkausfall SOS per... Hey. Kanal. Nicht zu fassen. Das Ding funktioniert echt noch. Hier ist ja auch alte Technik. Ich glaube, du musst da die Frequenz einstellen. Ein altes Kurzwellengerät.
Ein Zahlensender. Militärkanal. Keine gute Idee. Fragen wir nach Hilfe. Ich kann nicht weiter drehen. Okay. Bitte kommen. Hört uns jemand? Over. Militärkanal, okay. Quatsch, oh, scheiße, bitte. Okay, wenigstens hört uns jemand, aber das Signal reißt immer ab. Mayday, Mayday, das ist ein SOS. Over. Wiederholen. Wiederholen. Verdammt! Hast du nichts gemacht? Ich habe nichts gemacht, nee. Okay. Ich hätte sagen können, dass auf welchem Schiff wir sind und unsere Koordinaten. Okay, nee, dann nicht. Das fand ich beides doof, weißt du? Weil ich glaube, die wissen bestimmt, wo das Schiff ist. Das muss irgendwo hinführen. Ich halte die Fresse. Vielleicht können wir den Strom wieder anschalten. Wir brauchen Strom für das Funkgerät. Sollte einer hierbleiben, falls uns jemand anfunken will? Wenn ich ehrlich bin, komme ich mit meinen Verletzungen nicht herunter. Ich gehe, natürlich. Ich schaff das. Ich sollte runtergehen. Ach, jetzt streitet hey, euch doch nicht. Bro. Was gibt's? Ich glaube, ich sollte dich befördern. Wie klingt Medium, Bro? Was soll der... Wovon redest du? Du hast dich bewiesen. Und das voll in der Schusslinie. Der Vergleich hinkt mächtig. Nicht, wenn die Metapher der Knaller ist. Bin beeindruckt. Ehrlich. Und was meinst du? Ich mach das. Ich verliere dich nicht an dieses Dreckschiff. Ich komme mit. Hey, was? Julia, nein. Bist nicht mein Leibwächter. Ich kann auf mich aufpassen. Ja, okay, du ruhig. Hey, hey. Wenn Julia meint, sie schafft das, schafft sie das. Thema durch. Okay. Du und ich, Julia. Die hat gerade ziemlich panisch geguckt. So, ja, nach dem Motto, so scheiße. Ach, die ist so doof. Okay. Ich habe noch die Wahl, dass Fliss hätte gehen können. Ich werde auch Fliss nicht gefährden. Ich mag die. Außerdem kann ich mit Conrad mal ein bisschen allein sein. Stimmt. Alles noch heil? Weiß ich nicht. Ist okay bei euch? Mir geht's gut. Und was jetzt? Und Julia? Weiß ich nicht. Wir müssen den Generator finden. Wenn wir ihn in Gang kriegen, hat das Funkgerät Strom. Wir warten hier beim Funkgerät. Flüster doch noch. Hier. Oh, ein Feuerzeug. Das ist keine gute Idee. Nach dir. Nee, nach dir. Teufelsrechte. Der untere Bereich des Schiffs. Ich hab mal wieder Briefe. Oh, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Es hat hier wohl einen größeren Streit gegeben und dieser Charlie hier musste ins Loch. 10 Tage. War wohl echt heftig. Jemand namens Joe war im Lazarett. Bericht des Schiffarztes. Das Protokoll des Treffens zwischen Wissenschaftler X... COW Walter Bishop und COW Tom Palmer mit Sergeant Peter Wood als Beisitz und P. X für Stimmen wesentliche Übeln. Die USA seien darüber informiert, dass gewisse Stellen den von chemischen und biologischen Substanzen in den Kriegsführung erforscht, unsere Aktivitäten durch das Genfer Protokoll eingeschränkt hätte, experimentiert unmöglich. Es ist geschwärzt, deshalb liest sich so komisch.
Beschreibt eine während des stattgefundenen Untersuchung. Es wurde die Wirkung eines in Molekülen Kristallform vorliegenden Halluzinogens mit Codenamen Manchurigold auf Menschen getestet, chemische Munition Kampfes zu gewährleisten. Er war bereits ein geringer Signalhalluzination. Sehr überzeugend, Versuchspersonen sahen und hören Dinge, die in Wahrheit nicht vorhanden waren und dies selbst. Wirkung sei vielfältig, groß, gleichbleibend, intensiv. Okay, mehr steht hier nicht. Also haben die Dreckschweine das an ihre Mannschaft? Wahrscheinlich. Auch hier? Ist da irgendwas? Nein. Jo. First Aid. Huch, da geht auch ein bisschen. Ich werde 100 heiße Bäder brauchen, falls wir hier rauskommen. Wir kommen hier raus, Julia. Hoffe, du hast recht. Bin Julia, ich falsch. Ich komme hier raus. First Julia, Aid. Halt doch einfach mal die Fresse. Oh, hier ist der tote Arzt. Hä? Ah, hier ist das Bild von Joe. Oder von Joes Kind. Der Sohn von jemandem an Bord. Genau, das ist der Sohn von Joe gewesen. Okay. Das ist das Bild. Wow. Oh Mann. Das ist der Arzt. Der ist aus dem Schrank gefallen. Während der Versite-Lieder unter starken Angstzuständen, die mit Ansichten von Panik übereinstimmen. Okay. Okay, TPS. Und lass mal weitergehen. Da ist weiter nichts mehr. Der wäre auch lieber woanders. Hier ist eine Leiter, da geht's nach unten. Also ich komme auch gleich. Ich glaube, komm ich hier weiter. Nur hier ist eine unsichtbare Wand. Okay. Ich bin beeindruckt, wie grandios ihr Nagellack hält. Schau dir das mal an. Schau, da unten. Das ist Gas. Ist wohl der Maschinenraum. Hier muss ein Generator sein, stimmt's? Finden wir's raus. Shit! Die Leiter ist kaputt. Ich kann mich hier fallen lassen. Halt! Bist du okay? Ja, klar. Komm runter. Es wäre besser, wenn sie oben bleibt, wieder hochziehen. Knochen gebrochen. Nee, doch nicht. Er hätte ihr ja mal helfen können, weißt du? Nee. Wäre überbewertet. Uah. Fuck! Was ist? Hä? Hast du das nicht gesehen? Ich hab was gesehen. Klar. Ich hab nichts gesehen. Nein. Sehr froh. Natürlich nicht. Hallo? Ja, ich glaube, ich sehe zum ersten Mal seit langem wieder klar. Nichts hat mich angegriffen. Das Schiff hatte Manchureigold an Bord. Das war in Wahrheit eine Art halluzinogene Biowaffe der Chinesen aus dem Zweiten Weltkrieg. Wir wissen, es war instabil und trat auf dem Schiff aus. Ob es noch hier ist und dieselbe Wirkung auf uns hat? Paranoia, Halluzination, genau das sollte das Zeug auslösen. Und die Crew hat halluziniert. Wir wissen, dass sie Angst hatten. Die Offiziere dachten, dass die ängstlichen GI sich einfach vor dem Wachdienst drücken wollten. Nichts von diesem ganzen Scheiß ist real. Nichts davon ist wirklich hier. Ob das irgendwie mit dem Flugzeugwrack da unten zusammenhängt? Ich weiß nicht. Vielleicht kam es zum Kontakt mit dem Schiff und nur eine Theorie. Oh Gott. Okay, lasst uns gehen. Lasst uns gehen, ne? Lass uns gehen. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Was steht hier? Van Linden Energie Works. Rotterdam, Niederlande. Jahr 1920, okay. Und eine Typnummer. Hier ist ein Hebel, aber kann man nichts machen.
Was wohl passiert wäre, wenn wir Urlaub in Japan gemacht hätten? Sei still. Sie ist nix. Kann man nur einmal rumgehen wahrscheinlich. Okay. Also wenn wir sich hier schon mal zwei Hebel. Der eine ist oben, der andere ist unten. Okay. Hier liegt wieder was. Maschinenraum. Halbe Kraft voraus bestätigt. Hier steht was? In Rot? Hey, sieh mal. Das Schiff lag vor Anker. Aber warum? Befehl zum Ankern erhalten. Ach, ich kann dir das geben. Das ist cool. Auf der letzten Seite steht das in Rot. Also geht's hier hinten doch weiter. Okay. Ist wieder zurückgelaufen, ne? Ja, da hinten. Ich kann ja nichts machen. Ich höre am anderen Rand. Ah, hier ist was. Hier ist er. Ach, Gott sei Dank. Und er läuft noch. Ja, ja, natürlich läuft er noch. Ja, klar. Leg den Schalter um und dann nichts wie weg. Okay, gehen wir wieder hoch. Falls wir einen anderen Weg finden. Hallo, wir sind zurück. Bitte kommen. Hören Sie mich? Hören Sie mich? Over. Wie ist Ihre Lage? Over. Wir wurden entführt. Wir alle. Und da sind Dinger, die uns umbringen wollen. Over. Nein. Hey, wir sind auf diesem Riesenschiff. Unsere Position 12 Grad und 30 Minuten Süd, 151 Grad und 20 Minuten West. Alles klar? Wir bereiten eine Rettungsmission vor. Bitte beschreiben Sie Ihr Boot. Over. Hey, okay. Wir sind auf diesem alten Frachter. Wir glauben, es ist die... Nein, wer sagt es? Wiederholen. Kann ich Strom ausmachen? Stück Scheiße! Ich hab's extra nicht gesagt. Okay, ich kann ja nichts machen. Na, jetzt haben sie es ja eh schon gehört, oder nicht? Ne, er hat's wiederholt, er hat's nicht verstanden. Okay, das war natürlich nicht ganz schlecht. Ist er noch weiter unten? Ne, geh mal durch. Was wartet die denn jetzt hier ganz dumm? Schau mal. Das Kreislaufgerät. Das haben die Fischer wohl von der Duke. Ob es noch funktioniert? Nee, ist kaputt. Vielleicht noch ein paar Minuten Luft übrig. Lohnt sich das denn? Auf jeden Fall, das halbe Schiff ist geflutet. Lampe aus! Écoute-moi. Non. Fais pas ça. T'as qu'à... Oh! Je t'avais dit de fermer ta gueule. Oh, fuck. Chut.
erste Kappe. Ja. Ich glaube, der hat ganz massive Hallus. Ja. Schlägt gleich auf die Wand. Gleich komme ich im Quicktime-Event. Pass auf. Hm. Oh, ganz ruhig. Okay. Maintenant, c'est moi qui viens chercher. Les esprits des morts viennent me chercher. Je vous attends, bande d'enfoirés. Alter. Ja, mach mal lieber die Tür zu, besser ist das. Alter, hab ich grad fast gefailt einmal. Wo ist die Verteilerkappe? Hat er die mitgenommen? Mein Gott. Die Überreste der Leichen sind giftig. Die Särge sind auf keinen Fall zu öffnen. Scheiße, kommt! Wir müssen weg. Aber wo ist die Scheiß? Nichts wie weg, los! Scheiße. Hauptsache, sie schleppt das schwere Ding mit. Wo ist denn die Kappe? Hat er die mitgenommen vielleicht? Weiß ich nicht. Oh nein, bitte nicht schon wieder. Er hat eine. Ah, da hat er sie. Ja, er hat sie. Ich werde euch finden, ihr kleinen Scheiße! Scheiße. Wo ist das Problem, all das Gold zu teilen, ne? Es muss doch wohl genug für alle da sein, mehr als genug. Die hängen hier zusammen hin, oder? Aber ihr wollt mich ausbooten. Ach du Scheiße. Das ganze Gold kriegt. Lasst ihr mich lieber hier krepieren. Aber ich bin der Captain. Ich hab das Sagen. Und ich entscheide, wer wieder geht. Und wer bleibt. Ah. Halt die Fresse. Du hast einen Fluchtplan. Ich hab keinen Plan. Bleiben versteckt. Mal sehen, was er macht. Aha, die amerikanischen Schlüssel kommen in ein feindes Land und wollen groß zuschlagen. Aber ich hab wieder Strom. Das Gold gehört mir. Und jetzt kann ich endlich zuschlagen. Ich mit meinem Riesenhammer. Ich musste gerade lachen mit seinem Riesenhammer. Ich muss mich kein konzentrieren. Oh Mann, ey. Ihr könnt's loslassen. Alles gut. Erstmal. Oh, fuck. Okay. Keine Bewegung. Und keiner von euch verwandelt sich hier. Umdrehen. Sachte. Ganz sachte. Okay, okay. Und keine Verwandlungen. Und Hände hoch. Sachte.
Nein, nein! So doch nicht! Keine Verwandlungen! Bitte! Wir haben kein Problem mit dir! Wir wollen einfach nur hier raus! Bitte! Tut mir leid, aber solange ihr atmet, habt ihr keine große Alternative. Ihr habt keine Wahl. Ah, nicht nochmal! Es verwandelt sich wieder! Was? Was meinst du? Bleib weg! Bleib weg von dem Dunst! Hey, da ist nichts, Mann! Dieser Dunst! Nicht einatmen! Halt! Was für ein Dunst! Was macht der? Er lebt! Macht Sachen lebendig, die es nicht sein sollten! Er ist jetzt drin! Hier bei uns! Jetzt! Bitte beruhige dich! Stopp! Stopp! Er ist in uns drin, nicht wahr? Er soll sich umbringen, wenn es die Möglichkeit gibt. Ich hab das Zeug nicht eingeatmet. Bitte, versprochen. Ihr habt ihn eingeatmet. Es passiert gleich. Ich spüre es. Okay. Gut. Da war etwas im letzten Raum. Nebel oder Dunst vielleicht. Ich hab's ja gesagt. Hast du eingeatmet? Sag nein. Nein! Nein, ich meine, wir haben die Luft angehalten. Wir haben keinen Dunst in uns. Ach, wirklich? Ich weiß, ihr seid alle Taucher, aber das kaufe ich euch nicht ab. Scheiße, das klappt nicht. Wir sind hier unten, seit Stunden. Könnt ihr so lange die Luft anhalten? Wir haben das Tauchgerät dabei. Halt, 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 halt! Unser Atemgerät von der Duke. Was? Damit haben wir den Dunst aus uns rausgeholt. Weißt du, das klappt bestimmt auch bei dir, okay? Nein, 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 nein! Bleib mit dem Ding weg von mir! Oh Gott, der Dunst ist in mir drin, oder? Komm, schieß, ey, haben wir Ruhe. Er ist in mir, nicht wahr? Ja, ist er. Ich spüre, wie sich alles in mir dreht. Aber wir können den auch retten eigentlich, oder? Ich denke schon. Innen drin. Also, bin mir nicht sicher, aber ich... Hol das Atemgerät! Bist du okay? Ich hätte auch einfach nichts machen. Ja, dann hätte er sich erschossen. Genau. Und ich will nicht, dass die Prophezeiungen, die wir sehen, sich erfüllen. Ich glaube, hätten wir gesagt, wir haben es eingeatmet, hätte er uns erschossen. Ja, ja. Nein. Nein. Oh. Ja, klar. Hier zu ertrinken macht ja mehr Spaß als im Meer. Warum nicht? Es gibt 472 Nieten in diesem Raum, was nur eins heißen kann. Ich bin schon viel zu lange hier. Erzähl die Nieten. Hey! Seid ihr da unten verletzt? Scheiße. Ich sollte ihnen folgen, oder? Wir müssen, du bleibst schön da oben, Junge. Scheiße! Was machen wir jetzt? Bleiben, wo wir sind. Ich gehe ihnen nach. Was, wenn dir was passiert? Ich habe zwei Männer dabei und schleppt dieses Atemgerät. Ich bieg's wieder hin. Ja. Ich warte hier beim Funk. Viel Glück da unten. Jetzt geht Konrad da runter, Alter. Nee.
wir haben jetzt Junior auf jeden Fall dabei. Was Paul macht? Ja, wir müssen die Folge beenden. Ach, es stimmt. Ja. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Tschüss. Tschüss.